Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Bevor ich es vergesse, genau. Leute, bitte haltet die Kommentare Backseat Gaming frei. Es gab schon wieder zwei Leaks. Der eine war zu Dark Souls 2, den habe ich zum Glück heute erst gesehen, nachdem ich ja alles schon fertig hatte. Und der andere hat mit Dark Souls 3 zu tun. Es ist zwar nichts so Schlimmes, aber trotzdem beeinflusst das war vielleicht meine Spielweise schon ein bisschen. Und zwar, Dark Souls 3 hat anscheinend vier Enden. Eins davon ist das gute Ende. Jetzt versuche ich natürlich, das gute Ende zu treffen. Und das, denke ich, wird meine Spielweise ein bisschen beeinflussen. Ich habe hier heute zum Start des Streams diesen tollen Hut aufgezogen wegen dem Thumbnail. Jetzt liegt er am Boden, egal. Weil ich gedacht habe, damit ihr das mal seht, wie ich das anhab. Die bösen Enten. Gut. Also, in der letzten Folge beim Start habe ich die Axt mit angezündet. Ich habe sie angezündet. Mit der Lady habe ich schon gebrabbelt. Da oben habe ich auch schon geredet. Soweit ich das richtig verstanden habe, und das war ja auch im Intro, glaube ich, erwähnt worden, gibt es hier diese tollen Aschefürsten, heißen die, glaube ich, und die müssen das Feuer anzünden. Aber irgendwie hat keiner Bock, damit das Leben weitergehen kann, wenn ich es richtig verstehe. Ja, und jetzt versuchen wir mal, den ersten Aschefürsten zu finden. Ich bin auf der Suche. Auf der Suche nach dem ersten Aschefürsten. Ich muss echt mich ein bisschen, dann immer so ein bisschen konzentrieren und überlegen, weil ich ja zwischendurch, ich mache ja nur zwei Aufnahmen Dark Souls die Woche aktuell. Und dann kommt man so ein bisschen raus. So, ich war in die Richtung gelaufen und schon ein Stückchen gekommen, beziehungsweise viele Seelen gefarmt. Es ist ja in Dark Souls, wird so richtig, so eine Richtung wird ja nicht angegeben. Gerade hier auch. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher vor diesen Hunden, die da unten unterwegs sind. Auf die habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Moment, ich muss noch mal ganz kurz. Nach oben geht's ja auch. Nee, von da bin ich gekommen, oder? Jetzt wollte ich gerade. Ja, von hier bin ich gekommen. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich noch mal kurz mit der Lady reden soll. Ich glaube, ich rede noch mal kurz mit der Lady. Einfach um noch mal eine Info zu kriegen. Wo wollt ihr, dass ich hinlaufe? Wo soll ich hin? Wie war das? Was? Habt ihr irgendwie eine kleine Info? Gute Dame. Weil die war doch die allwissende Lady. Aber ihr muss ich aufsteigen. Ja. To be unkindled is to be a vessel for souls. Ja, okay. Sovereignless souls will become thy strength. Ja. I will show thee how. Ashen One, bring ye souls plucked from their vessels. Ah, mehr sagt die gar nicht. Farewell, Ashen One. Ken, grüß dich, hi. Okay, ja, okay, dann suchen wir mal. Suchen wir mal einen Aschefürsten. Schön, dass ihr alle da am Start seid. Grüßt euch. Ich laufe einfach. Hier habe ich mich ganz wohl gefühlt. Da waren zwar oben war ich ein bisschen panisch und hektisch. Oh, wie schnell dieses Spiel geht. Ich bin es überhaupt nicht gewohnt, ne?
Aschefürsten findet man gewöhnlich in Raucherpausen. Ah, okay. Ey, was schreist du so rum? Schnauze. Irgendwo war doch hier einer. Da. Hier kann man echt Seelen farmen, ne? Bin's überhaupt nicht gewohnt, wie schnell dieses Spiel reagiert und alles. Total abgefahren. Ich will erstmal nochmal hier hochgucken. Hier war ich etwas panisch beim letzten Mal. Ah, jetzt kommen sie, ne? Die werden... Oh. Leute. Immer mit der Ruhe. Oh ja, wir haben den links oben, genau, da war ja was. Der mit seinen scheiß Bomben. Nee, ich stell mich hier hin. So, kommt mal her, Jungs. Aua. Überhaupt nicht gewohnt, was hier los ist, ey. So, diese Geschwindigkeit und... Ey, du Drecksau. So. Ist hier noch einer? Nee. Ja, und die alte Lady hatte irgendwie einen Schlüssel zum Turm. Wahrscheinlich zu dem. Da bin ich ja rausgekommen. Okay, hier oben ist nichts mehr. Und hier war... Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, die Nummer. Da steht einer hinter. Ist hier unter mir irgendwie einer? Nee. Hier war Loot. Ich habe schon viel zu viel Heilung jetzt hierfür verbraucht. Da ist einer. Und hier unten war doch auch einer, der mir gleich auch ins auf die 12 gibt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ah ne, bis hierhin war ich doch da. Doch, hier war ich auch schon lang gelaufen. Ist hier irgendwo einer hinter der Ecke? Nee. Komm her, du. Hallo. Der mit der Armbrust. Och ja, heute haben wir Zeit. Ja, der denkt sich auch, solange er nicht näher kommt, brauche ich doch nicht auf ihn zugehen. Jetzt kommt der mit der Armbrust wieder. Puh, das war knapp. Kommst du hier rein, bitte? Ich will nicht, ich habe keine Lust. Der Typ da hinten mit der Armbrust. Komm rein jetzt. Niemand tut dir was. Außer ich. So. Und du hörst bitte auf. Armbrüste finde ich gar nicht so geil. Gut. Wow. Okay, alles klar. Holy, what the freak?
Ach du Scheiße! Er fackelt alles ab. Nee. Oh, ich wollte den Loot haben. Kann ich jetzt den Loot haben, bitte? So, okay, mehr will ich gar nicht. Tschüss. Tschüss, guter Drache. Oh je, oh je. Ach du Scheiße, der feuert bis hierher. Oh, gehe ich jetzt doch erstmal in die andere Richtung? Der macht mir schon ein bisschen Sorgen. Jetzt fackelt er die ab. Okay, ich glaube. Ich glaube, der hat voll keinen Bock, dass ich da langlaufe. Das ist mir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch ein bisschen zu. Ich gehe wieder. Oh Mann, ey. Gebt mir eure Seelen. Ist das Spiel heute lauter? Ich glaube, es ist ein bisschen lauter. Kann das sein? Ticken leise, ganz kleines bisschen. Ja, gut, wenn ich jetzt gerade hier bin, dann kann ich mich auch kurz hinsetzen und dann in die andere Richtung weiterlaufen. Schauen wir mal, was hier los ist. Hier sind die Hundis. Wieso höre ich hier jemanden laufen? Da oben drauf! Da oben drauf sitzt einer! So eine Schweinebacke! Hat er sich hier versteckt? Glaubst es ja nicht. Ja, komm. Hundis! Wow! Wollte er sich am Boden rollen, um das Feuer auszumachen, das er durch meine Axt empfangen hat? Das ist... Du hast eine große Axt. Oh oh. Ah ja, ich hab's mir schon fast gedacht, dass mein Schild gegen die große Axt jetzt nicht das Beste ist. Oh, ey, und du mit einer dicken Hellebarde, ne? Aua. Oh nein, Leg. Leg? Warum? Ey, nicht. Ich will keine Legs haben. Was soll das? Können wir das bitte lassen? Alexander Markus. Ich war mal auf einem Konzert von Alexander Markus. Deswegen habe ich ein goldenes Hemd. Das haben wir damals für das Konzert von Alexander Markus gekauft. War ein ziemlich witziges Konzert. Der Homo-Dance. Ja. Soldaten der Liebe. Bester Song. Der ist auch, das ist auch so ein Meme, der Typ. Ich lauf mal die Stadtmauer entlang. Ich lauf mal die... Oder Burgmauer, Schlossmauer. Guck mal, da unten sieht so aus, als wäre da irgendwas Cooles. Wie geil das hier aussieht, ne? Ich bin immer noch... Das ist richtig cool hier.
Oh, ey, er versteckt sich da zwischen seinen... Ich mag das nicht, das hier. Was betet ihr überhaupt an? Was ist da oben? Was betest du an? Was, warum betest du hier diese... Vor allem ist das aus den Dingern rausgewachsen. Und die gucken in die Richtung. Gibt's da irgendwas Tolles? Nö. Langbogen, cool. Kann ich vielleicht den Drachen mittöten? Hallo? Kann ich die... Nee? Okay. Ich hatte vielleicht gedacht, vielleicht kann ich irgendwie die Kerze anzünden oder so, aber Fackeln habe ich jetzt auch noch keine bekommen. Das hier sieht so hart nach Geheimgang aus, ne? Aber nope. Nix. Okay, und das da unten, das sind ja mal ganz grausige Texturen. Da wird man nie hinkommen, so wie das da aussieht. Ich glaube, man ist nicht angehalten in diesem Spiel, so genau darunter zu schauen. Einfach mal gegen irgendwelche Wände hauen. Man weiß ja nie. Ja, auf dem Konzert ist er von aus einem Ei geschlüpft, der gute Alexander Markus. Um dann mit einem Raumschiff davon zu fliegen. Am Ende. Aha. Kaputte Seele. Und da unten sieht es wiederum so aus, als könnte man da mal irgendwie landen. Ja, da unten vielleicht irgendwann mal. Wie ein Pinguin schlüpft aus einem Ei. Schlüpfen Pinguine aus Eiern und fliegen dann mit Raumschiffen davon. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Aha. Gut, also... entweder war ich blind. Und in die Richtung geht's weiter und ich habe es einfach nicht gesehen. Oder ich muss doch am Drachen vorbei. Ich denke, meine Vermutung ist, ich muss am Drachen vorbei. Nun dann, füllen wir nochmal auf. Ah, ich kann ja jetzt, ich habe 2300 Seelen. Ich brauche ja nicht mehr viele. Ich brauche aktuell nicht viele Seelen zum Leveln. Das heißt, schauen wir mal. Schauen wir mal, was da geht. Gucken, ob sich irgendwas verändert hat, außer die Lady, die jetzt hier gemütlich auf der Treppe sitzt. Hallo! Hey. Speak dein Herz Desire. Speak dein Herz Desire. Very well. Very well. Then ich, touch the darkness within me. Ich würde ja so gerne... Labt euch an den herrenlosen Seelen. Ich würde ja so gerne dieses Englisch flüssig sprechen können. Genauso wie so Deutsch, ey. Das hätte was. Werter Herr. So, das gibt Ausdauer, Stärke, Eklat, gibt einfach Damage, Geschicklichkeit, Innen, Glück, Vitalität, Trefferpunkte. Wo ist denn der Wert? Da, Belastung. Ah, okay, Belastbarkeit einfach. Würde ich gerne ein bisschen mehr leveln. Ich fühle jetzt, dass ich jetzt plötzlich nach Dark Souls 1 und Dark Souls 2 plötzlich meine... Herangehensweise ändere und auf Zauberei gehe oder andere Dinge. Ich glaube, Glaube ist ja auch noch so ein Ding. Das sind dann nicht Zauber, sondern Wunder.
wenn ich das richtig im Kopf habe. Also Wunder oder Zauber oder da gab es noch was Drittes, ich bin mir gerade nicht sicher. Sehe ich nicht. Das heißt, ich werde auf jeden Fall weiter auf Stärke und auf Rüstung ein bisschen gehen. Daher bin ich schwer am Überlegen, ob ich einfach mal ein bisschen Belastbarkeit... Und das hilft ja auch bei der Verteidigung. Also keine schlechte Sache. Auf jeden Fall. So, Leben war okay, hätte ich gesagt. Ausdauer fand ich bisher... kann man noch ein Pünktchen... In Ausdauer. Ich habe nicht genug, ne? Zweimal kann ich skillen. Ja, der Schaden ist gut. Komm, Belastbarkeit und Kondition ein bisschen. Danke. Gleich ausgeben, damit hier nichts verschwendet ist. Hohe Mauer von Lothric. So, und jetzt will ich Fortschritt sehen. Also, nochmal zum Drachen. To the Dragon. Aua. So, wo ist der Schreihals? Bist du der Schreihals? Die werden alle für ihre Seelen geschlachtet. Das wäre nämlich jetzt schon wieder ein Level, glaube ich. Ihr seid eh... Ihr braucht eure Seelen doch gar nicht mehr. Ihr braucht die doch gar nicht mehr. So, okay, also die oben lassen wir oben sein und... Dann haben wir noch den Boy hier hinter. Hallo. Grüß dich. Oh, da ist noch einer. Gut. Ab nach unten. Ah, wie zügig hier alles reagiert und so, ne? Das ist schon nice. Hi. Kommt er, wenn ich mich vor ihm versteck? Nee. Ach, komm jetzt. Ja, da ist der Bogenboy schon am Start, der Ambrosboy. Wie der Bock auf mich hat, ne? Aber sowas von. Komm doch jetzt her. Aua! Komm rein jetzt hier. Dein Armbrustkumpel ist nervig. Sonst renne ich gleich erst zum Armbrustkumpel und... Aua. Na bitte. So, wie kriegen wir die Nummer mit dem Drachen jetzt hin? Ha. Kann ich ihm... Gegenstand kann mit den aktuellen Attributen nicht genutzt werden. No! Was fehlt? Moment, wo sehe ich's? Da unten. Oh, Geschicklichkeit. Habe ich erst 9 und ich brauche 14, um den Bogen zu benutzen. Uff.
Okay, das hat ihn wohl ein bisschen angepisst. Yes, Sir. Nice. Hol ich mir den Loot jetzt da unten? Nee, scheiß drauf. Hier ist auch einiges abgefackelt. Er spuckt auch hierher, oder? Oh, was bist du denn? Hi. Du bist ganz schön flink unterwegs. Finde ich jetzt nicht so geil. Oh oh. Ich versuche gerade zu parieren. Oh shit. Aua, Mann, oh, was ist er denn? Oh, bei dem, oh, wenn ich jetzt das Parieren-Timing irgendwie hinkrieg. Oh Mann, ich, Mann. Ärgerlich. Shit. Ja, OP-Ritter, next time you get him. Ja, das davon gehe ich aus, dass ich ihn nächstes Mal erwische. Aber oh. Ach komm, musst du jetzt da unten drin rumschimmeln? Ich hätte ihn auch dieses Mal wahrscheinlich schon kriegen können, wenn ich nicht... Wenn ich nicht das Parieren probiert hätte. Oh, was sollen diese Legs? Warum habe ich so harte Legs? Das gibt's ja gar nicht. Aber nur so zwischendurch mal. Ganz seltsam, das muss ich vielleicht aufs nächste Mal prüfen, auf morgen. PC zu schwach, ja. Ja gut, ich meine, das ist Aufnahme, Stream und Dark Souls 3. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ah ja. Das habe ich gerochen. Aua, 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 aua. Lass uns wieder hier unten kämpfen. Da oben sind nämlich Kumpels von dir. Boah.
Na bitte, geht doch. Lothric, Rittergamaschen. Ich nehme zusätzlich zum Stream auf, ja? Das kannst du dir auf YouTube sonst nicht angucken. Julius, grüß dich, hi. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich. So, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ja. Wusste ich. Hallo? Wow! Alter! Erschreckt mich halt. Ich habe mich schon gewundert, was da sitzt. Ich habe es so aus dem Augenwinkel irgendwie wahrgenommen, aber hab's nicht als Gefahr akzeptiert. Brandbomben. Okay. Klingt nach einem Prozess zu viel. Bei Dark Souls 2 hat super funktioniert, bei Dark Souls 1 funktioniert super, bei Lies of P funktioniert. Und hier funktioniert es ja größtenteils auch. Also, und beim letzten Mal hatte ich gar keine Probleme. Nur jetzt irgendwie. Ich habe das Gefühl, in die Richtung will ich noch nicht. Ich habe das Gefühl, ich verpasse hier irgendwas. Ich glaube, ich verpasse hier irgendwas. Hier gibt es noch Loot. Oder sowas. Ich würde gern mal ein bisschen... Ach, diese... Da, was bist du? Komm mal hier zum Loch. Damit ich auf dich draufhüpfen kann, ne? Und ich meine, ihr seht ja, dass es jetzt gerade auch funktioniert. Nur vorhin kurz mal nicht. Ist da nur der eine? Oder sitzt hier irgendwo in der Dunkelheit noch ein anderer? Der mich gleich anspringt. Ich kann die VODs von Twitch downloaden, ja, aber dann passiert Folgendes. Ich lade hoch mit einer Kompression, auf Twitch wird das dekomprimiert, dann lade ich wieder runter mit einer weiteren Kompression, die ich dann wieder auf YouTube hochlade, wo wieder komprimiert wird und wieder zurückgeladen wird. Das heißt, ich habe zwei- oder dreimal Kompression und Dekompression drin, verschlossen. Dadurch wird die Qualität unglaublich schlecht. Also einen Twitch-Stream re-uploaden, das führt immer zu schlechter Qualität. Verschlossen. Ja, ja, ich merke schon irgendwie. Das Spiel treibt mich schon irgendwie in so eine bestimmte Richtung. Wurfmesser, okay. Hier sieht's auch so aus, als würde gleich irgendwo einer zwischen Fässern sitzen, oder? Oh, der hat eine Bombe. Nein, das sind Explosionen. Ich hab's gerade gedacht. In der Sekunde, als ich gedrückt habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, dieses Fass ist rot. Rote Fässer explodieren. Kettenbrecher. Aha, da unten stehen ein paar Boys rum. Okay, okay. Das ist einfach eine Sache. Hey, und ich hab einen Ryzen 9 3700 irgendwas X. Oder 3600 X. Das muss der schon können. Auch verschlossen. Sag mal, Leute,
Okay, das muss ich mir merken. Hier sitzt einer, ein Gefangener. Den kann man bestimmt befreien und dann kann er mir bestimmt Sachen verkaufen. Das ist ein Typ, der war mal beim Ku Klux Klan, hat sich dann aber entschieden, die weiße Farbe gefällt mir nicht, hat seine Robe schwarz gefärbt und wurde dann vom Ku Klux Klan eingesperrt. Ja, ich hab OBS das automatisch aushandeln lassen. Momentan läuft alles über den Prozessor. Weil OBS gesagt hat, das ist die beste Variante. Für beides. Ich kann aber auch umstellen, dann werde ich über die Grafikkarte streamen und über den Prozessor aufnehmen. Das kann ich auch machen. Vielleicht ist es dann besser, mache ich fürs nächste Mal. Warum beten die Drachen an? Vor allem tote Drachen. Oh, hi, wo kommst du denn her? Inflationär, davor gab es 4 ohne, da musste ich etwas aufholen, okay. Mir gefällt's nicht, dass ich schon wieder nur einen Flakon hab. Ist ein bisschen ärgerlich. Ich sehe jetzt von hier oben auch irgendwie kein Leuchtfeuer. Jetzt kommen wir auf Dächer, da hinten sitzt der Drache. Den hätte ich auch noch versuchen können, von der Seite anzuschießen, ne? Weiß ich nicht. Hier war nichts mehr, soweit ich das feststellen kann. Naja, geht wohl hier weiter. Ich hätte gerne deinen Zahn als Waffe. Wäre das okay? Nee? Okay. Na gut, dann nicht. Ganz vorsichtig, an jeder Ecke Vorsicht. Wow, was ist er denn? Heiliger Strohsack. Nee. Mach mal nicht. Ey, warte mal. Das war jetzt, ey, du Schweinebacke. Einfach nicht treffen lassen, dann reicht der Flakon. Backseat Gaming, ja. Oh, hi. Nee, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Bleib. Danke. Ja, es kann schon echt irritierend sein, wenn so viele Emotes irgendwie am Start sind. Ah, hier noch was? Hier ist noch was. Lol, wait. Moment, war das... What? War das ein Boss? Das war doch kein Boss, das war irgendwie so ein Zwischending, ne? So ein kleiner Mini-Boss oder so. Weil der mir hier Glut droppt und keine Ahnung was. Wow! Ey, wie ich euch verabscheue. Und da hinten steht gleich der nächste Armbrustkumpel. Sauerei.
Krieg hier haufenweise Brandbomben. Was ist denn da unten los? Da kommt einer hochgeklettert. Den ich vorhin runtergeschubst habe. Der kam jetzt wieder hoch. Oh, du bist ein Dicker. Also bevor ich an euch da unten rangehe, glaube ich, schwarze Feuerbombe. Kann ich den von oben vielleicht... Wait. Nee. Auswahl ablegen. Was? Nein, ich will... Hier. Oh nein! Fuck! Dass er einen Schritt nach vorne macht. Er macht einen Schritt nach vorne beim Werfen der Bombe. Oh Gott! Oh Mann! Der trifft mich auch jedes Mal zuerst. Schnauze. Ach, der da oben, ist mir egal. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Eine Reihe, ey. Wartet mal. Nicht so cool. Nicht so cool. Scheiße. Ach Mann. Warum müssen da noch zwei übrig bleiben? Jetzt habe ich es zu eilig gehabt. Wollte ich schnell wieder dahin. Mist. Nein, alles weg. No. Okay. Okay. Diesmal haut er nicht zweimal zu. Alles klar. Ja, die Seelen. Das ist jetzt auch das, was mich am meisten ärgert gerade. Das hat Dark Souls aber immer noch das Problem, ne? Ich habe ganz offensichtlich einen Gegner in meinem Sichtfeld, drück auf Anvisieren und dann wird einfach fokussiert auf meine Blickrichtung. Seelenschmieden, die braucht doch keiner. Ja, am Anfang ist es schon nicht schlecht, wenn man ein bisschen die Seelen... mitnehmen kann. Komm, den letzten fackelst du bitte auch noch ab. Dann muss ich nicht kämpfen. Danke. Let's go.
Das Zentrum des Körpers. Ah, okay. Versuche ich mal im Hinterkopf zu behalten. Keine Ahnung, ob und wann die hier aufstehen. Aber ich habe keine Lust, dass die mir irgendwie in den Rücken fallen. Deswegen nehmen wir sie einfach mit. So. Dich habe ich nicht vergessen. Oh, hier geht's noch nach oben. Guck mal an. Was geht hier denn? Oh, ah, haha. Schau mal, wunderbar. Nice. Siebenhundert Seelen. Ich schau mal, ob ich die Axt noch ein bisschen hochleveln kann. Ich habe mich schon gefragt nach diesem schwarzen Bobbelding, warum ich noch kein Leuchtfeuer gefunden habe, weil eigentlich das so von der Entfernung her immer so passen würde. Das war so eine Leuchtfeuerentfernung, die ich da erreicht hatte. Waffe verstärken. Wo sehe ich die Kosten? Kleine Titanitscherbe. 420 Seelen. Okay, ja. Passt. Die Axt finde ich super. Die Axt finde ich super. Brauchen wir erstmal nichts anderes machen. Kannst du mir noch ein... Kannst du mir noch... Ja. Noch einmal Stärke leveln. Jawohl. Passt. Let's go. Weiter geht's. Turm auf der Mauer. Müsste passen, ne? Ja. Ah, das ist schön angeordnet untereinander. Das am weitesten entfernte ist ganz unten. Das ist schön. So, jetzt haben wir aber die Boys hier. Der läuft nach links weg. Und der springt jetzt auf mich zu, oder wie? Ah, der schmeißt mit Messern, wenn ich so weit weg bin. Okay. So, der Kumpel geht da runter. Passt. Dann können wir hier runtergehen. Magie oder Anrufungen? Ich weiß nicht mal genau, was Anrufungen sind. Was Anrufungen sein sollen, um ehrlich zu sein. Aber nee, ich habe es vorhin erklärt, Julius, da warst du glaube ich noch nicht da. Ich habe Dark Souls 1 und 2 Vollgas so gespielt und ich fühle es einfach noch nicht, mich jetzt an was Neuem zu probieren. So, wie ist denn das jetzt? Der verwandelt sich jetzt nochmal, ne? Das ist jetzt jedes Mal so. Ah, shit, wenn ich ihn schnell genug kill... Easy. Wunder, ja genau. Also ich fühle es einfach aktuell nicht, mich da jetzt auf was anderes einzustellen,
weil ich auch keine Ahnung habe, wie das funktioniert und mich da jetzt nochmal einzulernen und so, keine Ahnung, das können wir gerne mal gemeinsam machen, dann gehen wir mal in Dark Souls 1 rein und dann versuche ich mal in Dark Souls 1 Run mit Zaubern zu machen. Ich habe da schon Lust drauf, das mal zu probieren. Ach so, ja, da war ja was. Stimmt. Hi. Demon's Souls, da müsste ich eine PlayStation, also eine Capture Card wäre das Wichtigste aktuell für Demon's Souls. Eine PlayStation 3 habe ich, da komme ich dann irgendwie an Demon's Souls bestimmt ran, aber ich habe keine Capture Card, mit der ich die PlayStation 3, die hat dann HDCP und da kriege ich dann nur ein schwarzes Bild drauf und ach, riesen Rumgefummel. Erkundung. Jungs, was ist mit euch? Kommt ihr jetzt? Oh, du bist schon lange tot, ne? Ah, doch nicht so lang. Okay. Doch noch nicht so lange tot. So. Jetzt nochmal. Also. Da unten komme ich zu dem Bäumen, zu dem Fettsack. Guck mal, was hier geht. Ach so, weil es alles ein nutzloser Fund ist. Ja, da hast du natürlich recht. Ah, hier ist nochmal so ein Ritterboy. Da oben sind noch ein paar Boys. Jetzt kommt erstmal der dran. Glaube ich jedenfalls, wenn nicht noch irgendeiner hier auf mich zukommt. Nein! Oh, der Tisch hat mich... Ach, lass mich weg hier. Der Tisch hat mich aufgehalten. Ey, also da war ich gefühlt vom Timing aber genau richtig, um ihn zu parieren. Weiß nicht, ich würde... Oh, ich würde so gern parieren, ne? Aber das Timing in diesem Spiel ist super seltsam. Oh nein, er rennt auf mich zu. What the f... Du Wahnsinniger. So, gut. Erledigt. In Elden Ring würde ich es wahrscheinlich auch anders machen, habe ich das Gefühl. Mein Gott, was ist hier los, ey? Grüne Blüte. Da unten ist noch einiges los. Technisch. Also in Dark Souls 1 bin ich super. Da hat das super funktioniert. Ich habe genau verstanden, wann ich drücken muss. Alles easy. Ah ja. Habe ich gerochen, dass da hinter der Wand einer steht. Ah! Du, ich hab dich fein gesehen. Kannst du dich noch so lange da verstecken? Also ich habe das Gefühl, der Hauptweg ist hier unten lang. Und dann darüber. Deswegen gucke ich mich hier mal kurz um. Ich habe halt keine Heilung mehr. Wow, okay, ey, anvisieren bitte. Danke, Spiel.
Da hatten wir wieder denselben Fehler. Also Fehler, ja, keine Ahnung. Dasselbe Problem mit der Anvisierenmechanik. Hundis, große Axt. Ich glaube, in Elden Ring wäre das nochmal was anderes für mich. Silberadler Langspitzschild. Okay. Ja, nehme ich. Habe jetzt wieder irgendwie die Beschreibung nicht gelesen, ne? Vielleicht ist es ja mit dem Schild... Huh, was war das? Okay, wait, what? Was war das? Ich kann mit dem Schild nicht blocken. Nicht parieren. Wo ist die Beschreibung? Gegenstandinfo anzeigen. Ein konventioneller Metallschild, eingraviert mit einem Wappen eines silbernen Adlers. Standardschilde sind die gängigsten Schilde und bieten ein gutes Gleichgewicht aus Schadensminderung, Stabilität und Gewicht. Fertigkeit. Waffenfertigkeit, das Ausrüsten dieses Schilds in der linken Hand ermöglicht das Ausführen der Fertigkeit der Waffe in der rechten Hand. What? Und was hat die rechte? Fertigkeit, Kriegsschrei. Ein ermutigender, lauter Schrei, der kurzzeitig die Angriffskraft erhöht. Hus, oh, da! Ja, so hat sich's angefühlt gerade. Ich will aber nicht weiter. Ich kann nicht weiter. Ich habe keine Heilung mehr. Ich kann nicht darunter gehen. Ich muss jetzt zurücklaufen. Das ist dumm. Das ist sehr, sehr dumm. Ungeschickt, dumm, unpraktisch. Ich könnte ja nochmal probieren, den zu bewerfen. Dann könnte ich mich da unten wenigstens schon mal einmal umgucken. Spiel, visier den doch an, danke. Wow. Okay. Dann halt nicht. Nee, nein, ich brauche Heilung. Ich muss hier, da. Besser durchkommen. Ohne so viel Damage. Oh, das hat Magie verbraucht, mein Puro da. Okay, wieder. Ich verstehe diese Lags nicht. Nur in bestimmten Momenten irgendwie, ganz seltsam. Hätte ich einen Heimatknochen gehabt? Wahrscheinlich, ne? Hätte ich nicht laufen brauchen. Das ist aber ein bisschen doof, weil eigentlich würde ich ja gerne parieren. Dafür ist dieser Schild dann nicht geeignet. Das geht überhaupt nicht mit dem. Hä? Hier ist noch einer. Ah, der lebt noch. Okay. Und das hier sind Explosionsfässer, ich weiß es jetzt. Ach, dass er mich da trifft, auch wieder so unnötig. Oh, hi. Okay, der hat diesmal gar keinen Bock, hochzukommen.
So, und jetzt muss ich den da oben schnell killen. Yes, Sir. So. Das sieht doch schon mal viel besser aus hier. 17 Brandbomben. Ich möchte gerne den... Du Saftsack! Oh oh. Aua! Hoppla. Ich würde wirklich gerne den dicken Ritter... Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Schiss, da runter zu klettern, weil ich das Gefühl habe, irgendeiner von diesen Soldaten, die da am Boden liegen, steht gleich auf. Ja. Ja, 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 ja. Wie ich es mir gedacht habe. Bestimmt ein Schritt in die richtige Richtung. Oh Mann. Oh Mann, ey. Jetzt gehst du wieder runter, oder was? Ach, ihr seid doch Nasenbären, ey. Rup. Kann ich dich treten? Nee, ich kann nur nach oben? Echt? Hallo? Nicht nach unten? Oh Mann. Ist das doof. Na gut. Hat irgendwie funktioniert. Nee, nicht die Brandbombe. Uff. Saufen. Ja gut, ich habe Heilung und so. Komm, dann bekämpfen wir ihn halt so. Wo ist er? Da. Lol. Wow, okay, alles klar. Er ist doch, hat doch ein bisschen mehr Schmackes, als ich gedacht habe. Boah, Alter. Okay. Beyblades. Hast du jetzt was gedroppt für mich? Wo lag er jetzt? Keine Ahnung. Ganz schön viel Glut hier. Ist das irgendwie so ein Hinweis? Benutzt doch bitte mal Glut. Schleppt das nicht ewig mit dir rum. Ich hab so gerochen. Ich hab so gerochen, dass der aufsteht. Ich hab einfach auch schon viel zu viel Dark Souls gespielt mittlerweile, ne? Wo ist der Typ, der hier grummelt und... Ah, da oben. Okay. Ich wusste, dass das einer ist, der aufsteht. Einfach aus Erfahrung. So, das ist wild hier. Kann ich mich... Ich würde mich gern hinsetzen, eine Sekunde ausruhen. Hallo? Oh, hi, grüß dich. Du bist ein Drecksack. So. So sieht's nämlich aus. Oh, guck mal. Könnte das hier... Hier ist irgendwo ein Hund oder so hinter mir her. Irgendwas kommt. Nee. Ey. Ah, da. Ach, er hat wieder nicht anvisiert. Er hat wieder nicht anvisiert. Ich drück auf den Knopf, hab den Gegner eigentlich im... Ah. Ah. Und dann... Zschupp,
guckt die Kamera auf einmal 180 Grad in die andere Richtung. Das hat bei Dark Souls noch nie funktioniert, Gegner anzuvisieren, und es funktioniert auch jetzt nicht. Ich verstehe nicht warum, aber hey, so ist das. Keine Ahnung. Keine Ahnung, woher es kommt, was das soll. War hier noch einer? Ja, da. Ja, jetzt habe ich den Boy da unten wieder, ne? Der lebt wahrscheinlich wieder, oder? Der Fettsack. Stopp. Alter. Fuck, zu früh. Nein, Beyblade, nein. Oh Gott. Ja, scheiße. Nein, das waren wieder so 2000 Seelen. Shit. Ach, come on. Den ganzen Schmutz nochmal. Hier lang? Ja, hier lang. Kann ich hier irgendwo runterhüpfen? Abkürzen? Nee. Irgendwer schreit. Oh, hier geht's auch noch nach oben. Guck mal. Was geht hier? Loot. So. Haben wir jetzt irgendeinen, der noch hinterherkommt? Nö. Gut. Ring der Opferung. Bin ich nicht so der Freund von diesen Ringen. So. Also der bringt natürlich schon mal was. So, hier waren doch jetzt gleich zwei, drei Leute, die auf mich zukamen. Wo sind die jetzt? Ah, das waren die, die hinter mir herkamen, oder was? Ah, da kommt einer. So. Hier ist doch bestimmt die Abkürzung. Das würde von der Position her wahnsinnig viel Sinn machen. Wenn hier oben im Turm gleich die Tür ist, in der Richtung, bei der ich zum anderen... Ja. Ja, 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 ja. Also auch total doof, dass die Tür sich von der anderen Seite nicht öffnen lässt. Ey, hi, ach du. Grüß dich. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe eine stärkere Axt und habe mir ein bisschen gelevelt. Keine Chance.
Der Boy, keine Chance. Wurfmesser, pf, alles. Unnützer Loot hier in Dark Souls. So. Weiter geht's. Warte, war da Loot? Nee. Ach doch, da hinten. Grüne Blüte. Keine Ahnung, was die macht. Gucken wir mal, was die macht. Beschleunigt vorübergehend Ausdauerregeneration. Ja, okay. Ja, komm, ein paar Messerchen. Können wir mal reintun. Man, wir wissen ja. Keine Ahnung. Irgendwann brauche ich es vielleicht. Meinen Gegner anlocken oder so. Geheime Tür, öffne dich! Nein? Okay. Was geht hier unten? Standardzeug. Oh, warte, das sieht nach. Das sieht aus, als könnten wir hier an den Boss geraten. Hier sind wir. Also da lang oder da lang? Hm. Zwei von denen. Oh, hier gibt es einiges zu entdecken. Ha. Ich würde gern einen nach dem anderen bekämpfen dort. Ja, da war ja was. Ich habe ja jetzt extra sowas hier. Hä? Nein! Ach Mann. So, komm mal her, du. Wow, okay. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend macht meine Axt jetzt doch ein bisschen mehr Schaden. Geil. Cool. Nice. So, dann ab nach unten. Hallo. Wie bitte? Echt jetzt? Oh. Tausend Seelen. So, und diese Dinger sehen irgendwie so aus, als wären es die kleinen Kumpels vom Grabesfürst Nito. Das ist doch hier im Bossbereich. Sobald ich hier reinlaufe, kommt ein Boss. Nein? Geht hier der Boden kaputt? Hallo? Ah, jetzt passiert was. Lags in der Cutscene. Ich werde das für die nächste Aufnahme fixen. Nito, bist du das? Nee. Ja, vielleicht eine jüngere Version von Nito, der sich noch nicht in einen Mantel gekleidet hat, aber... Nee. Was bist du denn? Wort vom Nordwindtal. Okay, nicht Nito. Hallöchen! Was kannst du? Autsch.
Aua! Können wir kurz... Oh nein, er lasert. Autsch. Shit. Nein, nein! Bin ich noch am Leben? Nein! Nein! Ah, ich war gierig, ich war schon wieder zu gierig. Es passiert mir einfach so oft. Es passiert mir einfach so oft. Mist! Ah! Ich war schon wieder zu gierig. Ich bin mit 2 Flakons da rein. Oh Mann! Ah, ist das ärgerlich. Wisst ihr was? Wenn ich meine Funktion von dem Schild benutzt hätte, hätte der Schaden wahrscheinlich gereicht. Ah, so knapp. Oh Mann. Aber wisst ihr was? Das ist jetzt zwar ein bisschen gemein, aber es ist das perfekte Ende für eine YouTube-Folge. Deswegen Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Dann fällt er hoffentlich.